Oh Leute, jetzt ganz genau zuhören. eWeber.com bietet jetzt mittlerweile sogar PS4-Spiele an, die ihr günstiger kaufen könnt, als ihr sonst gewohnt seid. Aus dem Shop, aus dem Laden, von Amazon oder. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an einem geilen Game, nutzt den Code Shappy für 3%. Dazu kriegt ihr noch einen Euro hinterhergeschmissen. Und wenn ihr PSN-Karten braucht, klappt das genauso. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe euch gestern versprochen, wir werden heute oder morgen, wir machen es heute schon, das heißt, wenn ihr seht, ist heute ist Sonntag, wir werden über all das sprechen, was der Kotaku-Report gebracht hat, was das letzte Update für Black Ops 4 gebracht hat, was jetzt demnächst kommt. Wir haben nämlich nächste Woche noch ein Update, dann endet nämlich die aktuelle Season, wir kriegen sozusagen eine neue in, ich glaube, 9 Tagen oder so. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr genau reingeguckt, aber ist ungefähr so. Wir kriegen den neuen Reaper, das wissen wir ja schon. Das wurde ja schon vor, ich glaube, 2 Monaten bekannt gegeben, dass wir erst den Spectre bekommen, dann den Reaper. Wir kriegen ja im Blackout jetzt noch einige neue Perks. Die kriegen wir im Multiplayer nicht, warum auch immer. Wir kriegen jetzt ja auch noch einige neue Waffen dazu, 4 Stück aktuell. Ihr habt das bestimmt schon gesehen, ich blende sie trotzdem für euch ein. Und das soll nämlich auch der perfekte Übergang in das Video heute sein. Ich habe lange überlegt, ob ich es überhaupt mache, weil es gibt immer wieder welche, die sagen, in jedem Video redest du nur schlecht über das Spiel, was A, nicht stimmt und B, wenn ich etwas kritisiere an dem Spiel, liegt es immer noch daran, dass ich mir einfach wünschen würde, dass es besser wird und ihr kennt mich mittlerweile, egal ob ihr es als arrogant empfindet oder als selbstbewusst, was mir nicht gefällt, sage ich, und das mache ich auch ganz öffentlich, genauso wie Leute, die mir auf den Keks gehen, wenn die mir auf Instagram 8 Nachrichten hintereinander schreiben, blockiere ich sie einfach, weil ich da gar keine Lust drauf habe. Völlig egal, was ihr wollt. Entweder akzeptiert ihr, dass ich antworte, wenn ich Zeit und Lust habe, oder ihr seid weg. Und deswegen kommen wir jetzt zu Black Ops 4 und das, was hier auch schon damals bei dem Treyarch-Interview so ein großes Thema war. Und zwar, wieso ist dieses Spiel so unfertig? Warum ist es teilweise so schlecht? Warum ist so viel von Black Ops 3 kopiert? Und es gibt Leute, die sagen, es ist von Black Ops 3 nur ganz wenig. Leute, der Kotaku-Report, da habt ihr ja, das waren die Jungs, das sind sehr seriöse Quellen, die haben auch immer Insider-Infos von den Mitarbeitern und von den Pressestellen und allem. Da habt ihr ja mit Sicherheit damals mitbekommen, als die gesagt haben, Skandal, Black Ops 4 ist so kurz gemacht worden, die Kampagne wurde neu gestartet, da sind dann Sachen kopiert worden und bei Treyarch gab es so viel Stress und die haben ja auch als erstes darüber berichtet, dass das neue COD im nächsten Jahr 2020 Black Ops 5 wird und wieder von Treyarch kommt und die haben gestern diesen Report veröffentlicht, auf den ich schon viele, viele Wochen gewartet habe und zwar haben sie da veröffentlicht, was in der Entwicklungszeit von Black Ops 4 bei Treyarch, weil Treyarch war das Hauptstudio dafür, passiert ist. Ich werde es nur erstmal kurz aufzählen, damit ihr euch mal ein bisschen Geschmack dafür bekommt, was für eine Scheiße da abgelaufen ist. Nach 1,5 Jahren Kampagne fertigstellen, haben sie die Kampagne über den Haufen geworfen. Es war eine Kampagne, die so geplant war, dass man mit einem Bot oder mit einem Kumpel zusammen die Kampagne, also zu zweit spielen kann. Das haben sie über den Haufen geworfen, das hat Activision entschieden. Die Treyarch-Mitarbeiter, da gibt es ja hunderte. Es gibt ja Grafikdesigner dort, Sounddesigner, welche fürs Gameplay. Es gibt ja in solchen Entwicklerstudios unglaublich viele verschiedene Techniker, Jungs und Mädels, die diese Games für uns so machen, wie sie sind. Und im Prinzip so gut, wie wir sie gerne haben möchten. Die wir alle kennen, also Tony Flame oder David Vonderhaar, das sind ja nur die Großen, vor allem die Vorgesetzten. Die arbeiten natürlich auch daran, sind sozusagen das Gesicht des Ganzen, aber sind nicht die meiste Arbeit machen. Und ich will euch mal was erzählen. Die Treyarch-Mitarbeiter, die 1,5 Jahre an ihrem Projekt gearbeitet haben, haben innerhalb von einem Wochenende erfahren, dass das gesamte Projekt, nämlich die Kampagne, so eingestellt wird und mussten komplett mit Blackout anfangen. Bis dahin waren Battle Royale gar nicht geplant. Aber Activision wollte auf den Zug Fortnite unbedingt aufspringen und hat wirklich kurzfristig, ein Jahr vor Release, entschieden, Leute, alles was ihr habt, schmeißt ihr weg. Wir müssen uns was ausdenken, wie wir mit einem Battle Royale weitermachen. Dann kam Blackout. Da ist David Vonderhaar vom Multiplayer abgezogen worden und ist rüber zu Blackout, weil er natürlich einer der genialsten Köpfe da ist. Die Treyarch-Mitarbeiter mussten 70 Stunden die Woche arbeiten und das über Wochen. 70 Stunden, Leute. Könnt ihr euch vorstellen, was 70 Stunden bedeutet? Das bedeutet, ihr arbeitet 7 Tage die Woche von 12 Uhr mittags bis 10 Uhr abends. Dann fahrt ihr nach Hause, geht schlafen und müsst um 12 Uhr mittags wieder anfangen. Ohne einen Tag Pause. Und, das ist viel geiler eigentlich noch, es ist so, dass zu jedem Spiel für die Entwickler ein Bonus dazu steht. Zu dem Gehalt, das man als Grundgehalt sowieso bekommt.
Dieser Bonus wurde natürlich auch den Jungs und Mädels dort versprochen. Der Bonus ist dann für Verkaufszahlen und alles, was dazugehört. Wisst ihr, was Activision gemacht hat? Activision hat gesagt, naja, ihr habt die Kampagne noch nicht fertiggestellt. Activision ist der Inhaber von Treyarch. Das heißt, alles, was bei Treyarch passiert, geht über den Tisch von Activision. Und die haben gesagt, ihr habt die Kampagne nicht fertiggestellt. Das Spiel ist jetzt noch nicht so, wie wir es wollen. Treyarch-Mitarbeiter konnten ja nichts dafür. Also haben sie in die Boni gestrichen, die versprochen waren zu den Gehältern. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das heißt, die Leute haben gearbeitet und haben gehungert. Einigen Treyarch-Mitarbeitern, die für einige elementare Teile wichtig waren, haben ein offizielles Verbot bekommen. Da sind die Treyarch-Devs schuld, also die Entwickler und Hauptverantwortlichen. Die haben eine Pause bekommen, beziehungsweise eine, wie soll man das sagen, ein Verbot, Pause zu machen. Das heißt, sie durften nicht essen, die durften natürlich zwischendurch trinken, weil, aber Essenspause war nicht und es wurde 12 bis 16 Stunden täglich gearbeitet. Ohne Pause, ohne alles Mögliche. Und das haben die Leute von Treyarch, die Verantwortlichen, einfach so hingenommen, weil sie das Spiel fertig machen wollten. Das ist unglaublich, Leute. Das ist moderner Sklavenhandel, wenn ich ehrlich bin. Und natürlich, die einzelnen Mitarbeiter in den Studios haben natürlich nicht viel Mitspracherecht, wollen natürlich mit ihrem Arbeitsethos, diese Leute, diese Kleinen, die an der Grafik arbeiten und an dem Technischen, die lieben dieses Spiel, deswegen machen sie das beruflich. Das ist ein ultra komplizierter Beruf. Und die sind im Prinzip von vorne bis hinten verarscht worden. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, wie kommt es dann aber, dass wir trotzdem ein fertiges Spiel haben? Es ist nicht fertig, Leute. Es ist das, was viele YouTuber und viele Spieler vom ersten Tag an gesagt haben. Dieses Spiel ist überhaupt nicht fertig. Man hatte eigentlich vor, ihr erinnert euch bestimmt dran, die ersten 4 Wochen haben wir fast alle 2 Tage neue Updates bekommen und haben alle, inklusive mir, gedacht, geil, ein Spiel, was so viele Updates so oft bekommt, das muss ja richtig gut werden. Was keiner von uns zu dem Zeitpunkt gewusst hat. Das Spiel ist Mitte Oktober rausgekommen. Es war für Ende November geplant, aber jetzt kommt es. GTA kennt ihr alle, Rockstar Games kennt ihr alle. Die machen ja selten ihre Spiele, die machen nicht jedes Jahr eins, deswegen sind die Spiele auch hervorragend. Red Dead Redemption 2 kam ja im Oktober raus und man wollte nicht, dass das Spiel 2 Monate oder 1 Monat draußen ist, bevor man nicht sein eigenes Spiel reingebracht hat. Also haben sie das ganze Spiel 6 Wochen vorher released und haben deswegen die ersten 4 Wochen nur dafür genutzt, das, was noch an Fehlern im Spiel war und Dingen, die nicht gebalanced waren und Ideen, schnell reinzubringen, dass man sozusagen in den 6 Wochen, diese 6 Wochen, die man verloren hat, irgendwie wieder reinholen kann. Und seitdem merkt ihr das auch an jedem Tag bei diesem Spiel, sie laufen der Entwicklung immer noch hinterher. Jetzt kriegen wir 4 neue Waffen. Welche 4 neue Waffen kriegen wir? Zum Thema, ist nicht von Black Ops 3 kopiert. Man muss ja behindert sein, um zu sagen, das ist nicht kopiert. Es kommt die Argus, ihr wisst, die Schrotflinte aus Black Ops 3. Es kommt die NX Shadow Claw, ihr wisst, aus Black Ops 3. Es kommt ein Zombie-Arm, der 1:1 aussieht wie der Lefty. Ihr wisst, Black Ops 3. Und dazu kommt die M16. Die M16 sieht 1:1 aus wie die Argus 1:1, wie die Games aus Black Ops 3. Wer von euch sitzt jetzt noch davor und kann mir allen Ernstes erzählen, dass dieses Spiel nicht zu 100% aus Daten nur aus Black Ops 3 ist? Und der Grund, warum das so ist, ist auch einfach, man musste den Battle Royale plötzlich anfangen, man musste die Kampagne aufgeben, hatte natürlich keinen Backup-Plan, weil sowas ja nicht innerhalb von heute auf morgen neu umgesetzt werden kann. Also hat man sich an den ganzen Spezialisten aus den Grafiken, aus den Einstellungen von Black Ops 3 bedient, dass man sozusagen ein Dreiviertelspiel, was man ja schon fertig released hatte, hier mit etwas anderer Grafik übersetzt hat und hat das genommen, um das zu releasen. Dafür hat man 60 Euro ausgegeben. Activision ist der Auffassung, weil die Sales, also die Verkäufe hier in-game plus Black Ops Pass sind seit Anfang dieses Spiels so schlecht, wie es noch nie zuvor in einem COD der letzten 4-5 Jahre war. Also nutzen sie jede Möglichkeit, um ein bisschen mehr Kohle aus uns rauszuholen. Das beste Beispiel, wir kriegen ab übernächster Woche Waffenbestechungskisten, die wir kaufen können. Das Ganze wurde schon geleakt, dass wie es aussieht, ihr kriegt 10 Kisten aus dem Schwarzmarkt, die ihr öffnen könnt, also Reservekisten, 10 einzelne. Und dazu kriegt ihr dann die Waffenbestechung. Was glaubt ihr, Leute, was diese Waffenbestechung kosten wird? Ihr könnt sie direkt kaufen. Was meint ihr, was ihr dafür...
10 Euro? Glaube ich nicht. 20? Glaube ich auch nicht. Ich schwöre es euch, es wird sich zwischen 30 und 50 Euro begeben. Ihr kauft also eine imaginäre Waffe, eine garantierte Waffe dann für 30 bis 50 Euro. Dazu kommt natürlich diese vier Waffen, die jetzt neu reinkommen. Man könnte hoffen, dass diese Waffen im Prinzip so reinkommen, dass man sie erspielen kann, gewinnen kann durch die täglichen Herausforderungen, die komplett beschissen sind, weil das wieder etwas ist, nur um irgendwas reinzubringen. Es lohnt sich nicht, 10 Herrschaftsspiele für 1000 XP zu spielen und eine kleine Kiste nach 8 Monaten. Ich weiß gar nicht, welches Level ich bin. 700, 800, 900. Das Spiel interessiert mich dafür nicht mehr genau. Aber das ist halt wieder so eine Sache, wo ich mir denke, dann lasst es lieber sein. Begrabt dieses Spiel, aber Activision will noch mehr Kohle machen. Das heißt, diese Waffenbestechung werden wir direkt kaufen können für einen horrenden Preis, ich verspreche es euch. Und in dem neuen Schwarzmarkt-Tiers, bis Level 50 wird es wahrscheinlich wieder gehen, schwöre ich euch, werden wir keine neue Waffe nehmen können, außer vielleicht die Nahkampfwaffe, sondern als Stufe 50 kriegt man höchstwahrscheinlich, das vermute ich aktuell, einfach nur eine Waffenbestechung. Ganz ehrlich, Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie wenig Lust ich seit Wochen habe, dieses Spiel zu spielen. Ich bin im Prinzip kurz davor, auch einfach zu sagen, ich boykottiere es auf YouTube, weil ich habe die Schnauze voll, verarscht zu werden. Wirklich, ich habe so die Schnauze voll, verarscht zu werden. Und ich weiß auch nicht, wie man das Ganze noch irgendwie positiv sehen kann. Vier neue Waffen, die leider wieder überhaupt nicht kreativ sind, die direkt aus Black Ops 3 importiert werden, die genauso aussehen. Gestern wurde geleakt, es gibt 380 neue Utensilien, nicht jetzt, 380 neue Utensilien für den neuen Schwarzmarkt, den man aus Kisten kaufen kann. Von diesen 380 Utensilien sind 355 Sticker, diese Waffentalismane oder dumme Emotes oder Tags. 25 von 380 sind für Charaktere Outfits, die leider alle gleich aussehen. Was das aber auch bedeutet, die Chance für euch, aus den Kisten eine MK2-Waffe zu ziehen oder eine der neuen Waffen, ist im Prinzip mittlerweile bei 1 zu 2.500. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Sachen es im Schwarzmarkt noch gibt. Leute, ich bin im Prinzip sprachlos. Mir ist völlig egal, ob irgendjemand sagt, das Video ist wieder negativ. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe in der letzten Woche, ich glaube, 5 Runden gespielt. Also in 7 Tagen 5 Runden. Ich habe also nicht einmal 60 Minuten in dieses Spiel investiert. Es geht einfach nicht. Ich versuche es, ich versuche es auch öfter und ich merke immer wieder, ich bin es leid einfach. Ich bin es leid, eine Kopie von Black Ops 3 zu spielen. Ich hoffe, es gibt genug von euch, die das nachvollziehen können. Ich weiß, es gibt viele von euch, die der gleichen Meinung sind. Ob das jetzt in Zukunft besser wird, ich habe keine Ahnung. Ich habe jegliche Hoffnung in Treyarch und Activision verloren. Jetzt mit Infinity Ward ist ja ein großes Versprechen gekommen mit Modern Warfare. Ob es das halten kann, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Freue mich natürlich trotzdem, wenn es so kommt. Aber wenn nicht, kann ich euch sagen, dann ist die COD-Franchise am Ende. Denn ihr glaubt doch nicht, nach dem, was wir hier bekommen haben und dem Chaos, dass Treyarch jetzt das Black Ops 5 für nächstes Jahr, es kommt in einem Jahr von heute, fertig und neu machen muss im Prinzip, dass das ein besseres Spiel wird. Also bleiben wir gespannt, nehmen wir das Positive mit. Wenn wir super viel Glück haben, öffnen wir nächste Woche 10 Kisten und haben da 10 verschiedene neue Waffen drin. Ich sehe es aber noch nicht. Und als kleines Gimmick am Ende, vielleicht zur Diskussion, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, in den zeitbasierten Modi im Blackout, wo es ja immer so neue Modi gibt, die man immer für ein paar Tage spielen kann, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ihr eine Kiste, eine Vorratskiste öffnen könnt, wenn die runterfällt, mit einer der neuen Waffen. Aber die Waffe kriegt ihr nur, wenn ihr diese Waffe vorher irgendwie über die Kisten freigeschaltet habt. Pay to win, Leute. Pay to win. Einige können sie spielen, andere können sie nicht spielen. Was dafür sorgt, dass Leute, die sie unbedingt gerne auch im Blackout haben möchten, Geld dafür ausgeben, um mehr Kisten zu kaufen, um mehr Geld auszugeben, um irgendeine Peacekeeper in Blackout spielen zu können. Findet ihr fair? Ich auch. Finde ich großartig. Im Prinzip hätte ich viel früher damit anfangen müssen, mich da irgendwo einzukaufen. Ich wäre heute steinreich und jeder, der Black Ops oder COD spielen würde, würde mir meine Tasche füllen. Was für eine schöne Welt. Wenn es euch Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich würde mich über ein neues Abo natürlich auch freuen, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und diskutiert, Leute. Ich bin in den Kommentaren die nächsten 5 Stunden mit Sicherheit ganz fleißig unterwegs. Was haltet ihr von der ganzen Entwicklung, dass wir immer mehr neue Waffen bekommen, die aus dem alten COD sind, die aber nur
erreichbar sind, indem man was kauft. Findet ihr es in Ordnung? Findet ihr es nicht in Ordnung? Schreibt es rein. Ich bin raus.